Ja, guten Morgen, liebe Leute, zu diesem schönen, eiskalten, verschneiten Tag oder Nacht. Ist ein bisschen schwer zu sehen hier, aber na gut. Auf jeden Fall habe ich noch was vergessen hier draußen. Okay, warum geht Kim immer bis ganz nach hinten? Wir wollen nicht gehen, Kim. Wir wollen mit dem Hering die Gebetsmühle rauskriegen. Grundsätzlich kann ich die Schändung religiösen Kulturguts natürlich nicht gutheißen, aber in besonderen Situationen sollte man seine Prinzipien überdenken. Vielleicht brauche ich dieses Ding ja später mal. Deswegen ja. Die Götter werden uns verzeihen. Potzblitz, was war das denn? Die Gebetsmühle hat anscheinend eine starke magnetische Wirkung, aber der verdammte Zelthering ist doch aus Aluminium und dürfte eigentlich nicht von einem Magneten angezogen werden. Kannst du mal sehen. So, geschafft. Hab sie. So, die Gebetsmühle ist mein. Und hier haben wir einen netten Flaschzug. Mist, die obere Seilwinde quietscht. Zum Glück hat der Hund nicht lauter angeschlagen. Ja, na super, aber zum Glück haben wir Öl. Die Seilwinde ist verrostet. Das Öl sollte da helfen. Ja, wenn's quietscht, muss es nur geölt werden. Ja, jetzt kann ich's mal versuchen. Dann versuch mal. Na geht doch, schön leise. So mögen wir's. Der meint ja, das hier wäre magnetisch, also? Na gut, ich hänge die Gebetsmühle an den Haken des Flaschenzugs. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob die magnetische Gebetsmühle irgendwas Brauchbares an Land zieht. Bei meinem Pech wird es Siegfried an Land ziehen, weil er ein metallenes Halsband hat. Oder auch nicht. Fleischsülze in der Dose. Wie lecker. Sowas von lecker. Können wir das vielleicht mit dem Taschenmesser? Damit könnte ich höchstens viele kleine Löcher in die Dose bohren. An den köstlichen Inhalt komme ich dadurch nicht heran. Ach, na gut, dann halt wieder unser Allzweckwerkzeug, der Hering. Ich hoffe, der bleibt uns lange halten. Da der Büchsenöffner erst lange nach der Konservendose erfunden wurde, hat man die Dinger früher genau so und nicht anders aufgemacht. Schön zu wissen. Fleischsülze. Das weiche Zeug macht kaum Krach, wenn ich es auf die Holzplatte werfe. Also können wir es gern versuchen und schauen, was passiert. Soweit ich verstanden habe, ist Sickenfried da unten ja sehr hungrig, also. Ja, endlich mal wieder Fleisch. Großartig. Na geht doch. Gut, mal sehen, ob sich mit der magnetischen Gebetsmühle noch was angeln lässt. Das ist ja jetzt der Tonnister. Ich bin nach wie vor von dieser Gebetsmühle fasziniert und stecke sie für alle Fälle auch wieder ein. Na, besser ist wohl. Okay, was ist in dem Tornister drin? Mal schauen, was in dem Tornister ist. Gasmaske, Feldflasche, Kompass und eine Taschenlampe. Wahnsinn, was da alles reingeht. Ja, da kann man nur staunen. Von hier oben erreiche ich die Hütte nicht. Ein stattlicher Dobermann. Eigentlich bin ich ja ein Hundefreund, aber vor diesem Burschen müssen wir uns in Acht nehmen. Wenn wir zu viel Lärm machen, schlägt er an und hetzt uns die Wachen auf den Hals. Puh, mal gucken. Vielleicht mit dem guten alten Lichtspiel. Die Batterie ist schon sehr schwach. Außerdem streut die Lampe das Licht ziemlich, was die Wirkung zusätzlich verringert. Aber der Hund hat für einen kurzen Moment Interesse an der Bewegung des Lichtflecks gezeigt. Im Deckel des Kompasses befindet sich ein herausklappbares Vergrößerungsglas. Aha. Ein Taschenlampenkompass? Die Lupe könnte zumindest das zerbrochene Schutzglas ersetzen. Außerdem würde dadurch das schwache Licht gebündelt werden. Vielleicht gar nicht so übel. Aber wie soll ich die Lupe an der Taschenlampe befestigen? Ach Mann, du bist mir einer. Wir haben noch Klebstoff.
Ich verteile etwas Kleber um das zerbrochene Schutzglas der Taschenlampe. Ja, und jetzt? So lässt sich der aufklappbare Kompass wunderbar an die Taschenlampe kleben. Und mit Hilfe der Lupe wird das schwache und gestreute Licht nun zu einem hellen, scharfen Punkt gebündelt. Bingo. Na dann, auf geht's. Der Hund hält den zitternden Lichtpunkt wohl für irgendein Insekt. Ich locke ihn mal ins Innere der Hütte. Ja, und jetzt müssen wir aber etwas tun. Und bleib schön drin. Nun müssen wir etwas tun, was ich hasse. Ich glaube kaum, dass die Flasche oder ihr Inhalt das Schneebrett zum Abrutschen bringen wird. Okay, dann halt nicht. Mit meinem Natron müsste es dann nicht härter werden. In ausweglosen Situationen sollte man experimentierfreudig sein. Na schön. Trotz 1000. Was für eine heftige Reaktion. Das Natron löst sich zischend und sprudelnd im Tee auf. Hier auf dem Päckchen steht, nicht mit Säuren in Kontakt bringen. Oh. Nun ja, Fruchtsäure ist eben auch eine Säure. Das kommt davon, wenn man die Gebrauchsanleitung nicht vorher liest. Oh fuck. Oh fuck. Ich schraub den Deckel vorerst noch nicht zu fest auf die Flasche. Sie würde mir sonst in Kürze um die Ohren fliegen, wenn das entstehende Gas nicht mehr entweichen kann. Wenn ich die Flasche fest verschließe und in den tiefen Schnee werfe, wird sie dort relativ geräuscharm explodieren und das Schneebrett elegant nach unten rutschen lassen. Der Schnee blockiert den Eingang der Hundehütte und der Köter ist gefangen. Klingt gut. Probieren wir es. Das arme Vieh. Und wieder mal hat's Fenton geschafft. Der Hund ist eingesperrt und der Weg nach unten frei. Mir fällt nichts mehr ein, um meiner Bewunderung noch deutlicher Ausdruck zu verleihen. Dann folge mir andächtig. Oh Mann. Ich hoffe, die finden Siegfried schnell genug, um ihn zu retten, also. Der arme Hund. Du könntest die Lady auch auffangen, also wirklich. Und dann schauen wir uns doch mal die merkwürdige Kiste an. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieses Rätsels versuchen. Trauen Sie sich das zu? Ich liebe die einfache Variante, bitte. Der Kasten ist eine riesige Batterie. Beeindruckende Ausrüstung. Aber was zur Hölle ist das denn? Der schlimmste Kabelsalat, den ich je gesehen habe. Na schön. Wenn man die Akkuzellen korrekt mit den Kabeln verbindet, müsste die Batterie wieder einsatzfähig sein. Alright, dann. Folgen wir doch mal den Kabelsalat. Gut. Wohin damit? Dahin? Ja, das kann jetzt eine Weile dauern, Leute. Meine Herren. Selbst ich mach Kabel ordentlich herein, also. Nee, das kann ich jetzt nicht hinhauen. So, schauen wir mal.
Und es war's Licht. Geht doch. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Mal sehen. Hier muss doch irgendwo der versteckte Eingang sein. Ja, was hat der Typ nochmal gesagt? Irgendwo in dieser Wand soll sich laut Thomas der Zugang zu der geheimen Kammer verbergen, in die sich Richard gerettet hat. Auf den ersten Blick kann ich allerdings nichts Auffälliges entdecken. Lediglich diese runden Verzierungen auf den Säulen stechen etwas heraus. Aha. Mit. Die glattpolierte Platte bietet kaum Griffmöglichkeiten und sie lässt sich weder hineindrücken noch herausziehen. Mhm. Schauen wir mal. Die glattpolierte Platte bietet kaum Griffmöglichkeiten. Die glattpolierte Platte. Der arme Köter, aber na ja. Eine runde Metallplatte, die in eine Säule eingelassen ist. Ja, das hilft mir auch nicht gerade weiter. Eine runde Metallplatte, die... Lass mich raten, eine runde Metallplatte, die in eine Säule eingelassen ist. Eine runde Metallplatte... Okay, du kannst mich mal. Dort befindet sich der sicherlich schwer bewachte Haupteingang des Klosters. Da wollen wir nicht hin. Schauen. Vielleicht so? Nein. Gebetsmühle. Nee, jetzt, oder? Doch. Potzblitz. Mithilfe der magnetischen Kraft der Gebetsmühle ist diese Verzierung wie eine kleine Tür zur Seite geschwungen. Schauen, was ist da? Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieses Rätsels versuchen. Trauen Sie sich das zu? Nein. Auf dieser Steinplatte kann man zwei gewundene Drachenkörper sehen. Thomas erwähnte doch einen Text, in dem es um so etwas ging. Die Tür wird von zwei Drachen gehütet. Iao dem Starken und Xiao der Weisen. Xiao die Mutter ist doppelt so alt wie ihr Sohn Yiao. Tja, dann werde ich dieses Rätsel doch mal knacken. Tja, jetzt müssen wir noch wissen, wer von denen wer ist. Auf dieser Steinplatte sind zwei gewundene Drachenkörper. Die Mosaiksteine in der Mitte verbinden die Drachenschwänze auf der linken mit den Köpfen auf der rechten Seite. Thomas erwähnte einen rätselhaften Text, in dem es um zwei... Die Tür wird von zwei... Meiner Ansicht nach ist das oben der weibliche Drachen, also Mutter Xiao. Und das darunter müsste dann ihr Sohn Yiao sein. Ah. Die Mutter ist doppelt so alt wie ihr Sohn. Wie soll mir das bloß helfen, dieses Rätsel zu lösen? Ich würde mal sagen, sie muss größer sein als ihr Sohnemann. Ist jetzt halt nur die Frage, wie stellen wir das jetzt an? Oh, interessant. Schon mal vielversprechend aus. Heureka, das ist es! Der gewundene Körper der Drachenmutter zieht sich nun über doppelt so viele Mosaiksteine wie der ihres Sohnes. Doppelt so alt! Das war also damit gemeint. Bingo! Der Mann macht mir Angst. Los, Kim, gehen wir. Ja, manchmal mache ich mir selber Angst, Kim. Ach, den Ort kennen wir doch. Der Mönch ist schon länger tot. Richard? Richard, bist du hier? Schrei doch noch lauter. Wohin gehst du? Warte dort am Eingang und fass bloß nichts an. Was ist das? Ein Gürtel und eine Tasche. Von Richard? Sehr wahrscheinlich.
Wo kann er sein? Ich schaue mich hier mal um. Vielleicht gibt's ja noch einen anderen Ausgang. Na, ich bezweifle erstmal, denn ganz am Anfang des Spiels haben wir es ja gesehen, dass er teleportiert wurde oder sowas. Keine Ahnung, was es mit diesem Steinklotz auf sich hat. Bewegen kann man ihn jedenfalls nicht. Eine Stele aus Steinen. Wow. Immer diese vielen Details, die er dazu sagt, also wow. Dort an der Wand ist ein Relief, das einen Drachen darstellt. Das scheinen Schriftzeichen zu sein. Allerdings habe ich davon keine Ahnung. Na, vielleicht Kim? Das scheinen Schriftzeichen zu sein. Ja, ja. Er ist schon einige Tage tot. Nee, Papa. Kim, hast du diese Schriftzeichen überall bemerkt? Sind kaum zu übersehen, oder? Weißt du, was sie bedeuten? Nein, aber ich habe sie schon mal gesehen. In den Aufzeichnungen deines Onkels. So? Da, wo dein Onkel von diesem Professor Hayes und dem toten Mönch in der Höhle geschrieben hat, lag ein Zettel zwischen den Seiten, auf dem solche Hieroglyphen beschrieben sind. Leider waren die Erklärungen in eurer merkwürdigen Geheimschrift verfasst. Stimmt. Mein Onkel hat nach den Angaben von Hayes eine Übersetzung der Zeichen angefertigt, die sie auf der halbverbrannten Karte gefunden haben. Und? Kannst du damit übersetzen, was hier an den Wänden steht? Das ist nicht so einfach. Lass mal sehen. Hayes war der Meinung, dass das gar keine Hieroglyphen im eigentlichen Sinne sind, also keine Schrift, die sich aus Bildern zusammensetzt. So? Was denn dann? Er hielt es für eine sehr frühe, aber schon hochkomplexe Schrift. Vielleicht die erste wirkliche Schrift, also eine Urschrift. So weit, so gut. Aber was steht denn nun da auf dem Boden und an den Wänden? Um das zu wissen, muss ich erst verstehen, wie man diese Schrift liest. Versuch's doch selbst, wenn es dir nicht schnell genug geht. Sorry, ich weiß nur nicht, wie viel Zeit wir noch haben, bis die Wachen die geöffnete Tür bemerken. Schon gut. Also Hayes zufolge stehen die Zeichen nicht für einzelne Worte, wie es bei einer Bildsprache üblich wäre, sondern sie bilden komplette Sätze ab. Tatsächlich? Ja, die Buchstaben stehen nicht in horizontalen oder vertikalen Zeilen, sondern sind in Quadraten angeordnet. Oh Mann. Wie praktisch. Hier über der Tür steht... Hinter der Pforte in diesem Raum verbirgt sich der schlafende Drache. Also gibt's...